Ja, hallo, Hüdelüche, nun weit man Teil. Ja, ich bin wieder unterwegs und zwar möchte ich die nächste Runde starten mit der Jagd nach sagt es mir? Nach Eiern. Nach Eiern, genau, ich suche Eier. Ich will einfach Eier haben. Und Fasan, nein. Eier, und sonst nichts anderes. Raupen nehme ich noch mit. Vielleicht kriegen wir ja einen Kojoten. Und wenn sich irgendetwas tut an Tieren und so weiter, nehme ich es natürlich auch mit. Aber in erster Linie will ich Eier. Ich war jetzt bis vor einer Stunde, ich habe nachgeschaut, war ich auf den Top 100 um die 90, 95 rum. Ja, und was ist passiert? Jetzt bin ich von den Top 100 weg. Und da hat mich jetzt der Ehrgeiz gepackt. Ja, und jetzt Moment. So, dass ihr mich besser hört. Ich jag jetzt weiterhin nach Eiern. So, ihr könnt mich für verrückt erklären oder nicht, aber ich will Eier. Und natürlich schieße ich auf alles, was sich so sonst noch bewegt. Wenn sich was tut, melde ich mich. Oder wenn ich ein Ei finde, melde ich mich auch. Ja, und dann sehen wir ja, ob ich eventuell doch noch erfolgreich sein werde. Okay, ich bin unterwegs, Loggers Point. Und ja, wir sehen uns dann später. Ja, Leute, da bin ich wieder und es ist ein verwildertes Schweinchen unterwegs. Männlich. Männlich und ja, mal schauen, ob ich das bekommen könnte unter Umständen. Weil nicht, dass ich wieder überfallen werde. Ach, blinken wir uns mal hin. Und warten mal. Sobald ich es sehe, melde ich mich wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Und da vorne ist das Schweinchen. Da habe ich jetzt eine Markierung gesetzt, die ich gar nicht möchte. Aber egal. Jawohl, männlich. So. Dafür diesmal bin ich weit genug weg. Nein, du darfst nicht abhauen. Bleib da. Ah, fuck. Du sitzt in einem Baum. Verdammt. Mal aufstehen. Ich dann mehr sehe. Da läuft's. Da läuft es. Jawohl, es liegt. Ja, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Diesmal ein Schweinchen, ohne dass es mich angreift. So. Dann gleich mal die Maße anschauen. Warum schleiche ich überhaupt? Ich kann ja jetzt wieder rennen. In der jetzt eh einem umkreist von ein paar Meter alle Viecher weg. So, schauen wir mal. Aus 38,2 Meter, Körper, Herz, rechte Lunge, verwildertes Schwein, 179,9 Kilogramm, 710,803 der Score. Na, Schweinchen? Ganz schöne Hauer. Oder, ja, Hauer. Gut, okay. Ich melde mich wieder, wenn ich irgendetwas finde, sehe, höre, rieche oder sonst irgendwas. Bis später. Ja, liebe Jagdfreunde, hier haben wir wieder etwas. Und zwar einen Weißwedel. Genau, 40 bis 70 Kilo, also relativ klein, das sieht also groß. Aber es hat ein Geweih, es gibt ein Score. Und wir holen uns den. Genau, so ist cool. So, dann stehen wir mal auf. Holen uns den ab. So, ja, der ist wirklich sehr klein. Den Körper, Herz, rechte Lunge aus 21,6 Meter, Weißwedel 65,3 Kilo, Score 750,599.
Also ist was Kleines, macht aber nichts, ist was Feines. So, dann gehe ich mal weiter und ja, ihr wisst ja, wenn sich was tut, hole ich euch zurück. Bis gleich. Ja, hallo Leute, ich habe da ein verwildertes Schwein. Ich hoffe, ich treffe jetzt. Ich glaube nicht, dass das getroffen war. Aber wir schauen jetzt mal. Wäre natürlich cool, wenn es getroffen ist. Lass mich ein richtig weiter Schuss wieder mal. Oh ja, ist gut, Leute. Bitte nicht anschreiben, wenn ich Aufnahmen mache. Oh, langsam regt es mich echt auf. Schaut ihr die Videos ohne Ton? Mann. So, da ist die Spur, wo sie flüchtet. Da oben habe ich was getroffen. Sieht so aus, als ob wir es getroffen hätten. Ha, da liegt es sogar. Aber hallo. Aus 211 Meter. Aus 211,9 Meter. In den Körper, linke Lunge. 180,3 Kilo. Score 697,891. Wow. Aus 211 Meter. Das ist gut. Das ist ja cool. Feuerweideschuss. Spitze. Jo. Gut. Wenn sich wieder was tut, melde ich mich wieder. Bis dann. Ja, Leute, ich glaube, ich sehe wieder ein Ei. Ja, da liegt eins. Slippers Ei, 5 Punkte. Jawohl. Cool. Super. Genauso gefallen mir das. Und weiter geht's. Bis zum nächsten. Ja, und jetzt liegt hier mir irgendeine Eispur, denn hier ist wieder eins. Jawohl, ein Punkt. Super. Oh ja, jetzt geht's los mit Eier. Und da haben wir gleich noch einen Pilz. Gut. 7 Gramm, ja. Und ich melde mich, wenn es wieder etwas gibt. Bis gleich. Ja, meine Freunde, und hier ist nochmal ein silbernes Ei. Wieder 5 Punkte. Das geht ja voll ab heute. Das dritte jetzt schon. Und zusätzlich ja jetzt schon 11 Punkte, was ich heute habe. Ja, cool. Ja, mal schauen, ob sich noch irgendwas bewegt. Ich hoffe, ich bewege mich weiter. Und ich hoffe, ich krieg noch das eine oder andere Ei zusammen. Jo, bis dann. Ja, da oben haben wir wieder eins. Ein verwildertes Schweinchen. Ja, zwar nicht allzu weit weg, aber das holen wir uns dennoch. Na, komm vor da. Jawohl. So. Dann mal schauen, ob wir getroffen haben. So, das muss ja jetzt hier irgendwo sein. Da vorne, glaube ich. Ja, Blut liegt da. Das ist gut. In den Körper, naja, das wird jetzt natürlich eine große Nachsuche werden, schätze ich mal. Aber das werden wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen. Weil wenn wir Glück haben, dauert es vielleicht nicht mal so lang. Mal schauen. Na, wo ist denn jetzt die Spur hin?
Naja, ich hasse es, wenn jemand dann immer so lange nachsuchen hat. Aber es kann ja nicht immer alles glatt gehen im Leben. Können wir nochmal zurückschauen. Und dann mal kicken. So. Immer mit dem. Ach, die. Ah! Bin dran vorbeigrenzt, da liegt's ja. Mann, Mann, Mann. So. Schulterblatt, Beckenknochen, was? Wie soll das gehen? Super. Ha! 152,7 Kilo, weiblich 336,644 der Score. Also 61,1 Meter. So. Ja, dann zurück auf die Straße und ich schau weiter. Naja, kurz, halt, da, der Baum wird mir jetzt, da hat mir der Baum knutscht. Dass ihr mal seht, wie viel ich schon gegangen bin, also wie ich bin ja hier los. Wir sind hier komplett den Weg entlang. Hier unten hat man ja schon drei Eier, hier ungefähr hat man nochmal zwei Eier, hier hat man eins ungefähr in der Höhe. Ja, und jetzt einfach mal schauen, was da den letzten Weg noch kommt und dann ist eh schon vorbei. Aber ich werde diese Strecke nochmal laufen. Denn ich denke mal, da ist vielleicht noch mehr zu holen. Aber die werde ich jetzt nicht laufen, sondern dann einen zweiten Teil draus machen. Auf alle Fälle warte ich schon mal ganz gut daran, finde ich. Ja, und vielleicht tut sich ja noch was. Wenn ich noch was finde, dann melde ich mich nochmal. Wenn nicht, dann nur nochmal zum Tschüss sagen. Okay, bis dann. Ja, Leute, an den Strommast habe ich jetzt auch ein verwildetes Schwein vernommen. Ich schau mal, ob ich sehe. Wenn ja, schießen wir das noch, weil wir sind nämlich jetzt gleich durch. Mit unserem Riesenspaziergang. Also so viele Kilometer, wie ich jetzt wegen den Osteraktionen laufe, so viele Kilometer bin ich noch nie gelaufen. An einem Stück. Okay, ich höre irgendwas. Denn da unten. Oder? Ja. Nein, das ist ein Stein. Ach, verdammt. Haha. War ein Stein. Jetzt habe ich es verjagt. Oh Mann. Mann, bin ich bescheuert. Mann, bin ich bescheuert. Oh Gott, bin ich bescheuert. Ja, Leute. Ich bin bescheuert. Also nennt mich einfach bescheuert. Oh mein Gott, bin ich bescheuert. Oh Gott. Wieder mal ein Schuss ins Leere. Ist ja schon lange nicht mehr vorgekommen. Naja. So, dann laufen wir jetzt mal das letzte Stück noch. Und weil viel haben wir eh nicht mehr. Und schauen, ob wir da noch ein Ei finden. Und wenn nicht, naja. Haben wir ja zweimal das Fünfer, also das Silberne, einmal Bronze, das sind insgesamt 11 Eier. Ja, das passt schon. Ich hatte 314, wo ich rein bin. Das heißt, ich müsste jetzt 325 haben. Also vielleicht, wenn ich Glück habe, wieder in den Top 10 sein. Top 100. Wäre natürlich cool. Aber ich darf dann natürlich nicht stehen bleiben. Ich muss heute nochmal eine Runde machen. Vielleicht werde ich die Runde nochmal hier machen, aber beim nächsten Mal unten im Süden anfangen und gegen das Uhrzeigersinn. Weil ich denke mal, ja, Entschuldigung, ich denke mal, dann wenn man das gegen die Richtung läuft, dann kann sein, dass vielleicht ein oder zwei Eier mehr liegen. Und ich komme an den Stellen zuerst vorbei, wo ich die Eier gefunden hatte. Vielleicht liegen hier gleich welche da. Aber mein Glück werden sie dann im Norden liegen. Naja, aber egal. Und ja, was wir geschossen haben, ist jetzt auch nicht gerade schlecht. So dass sie die ganze Zeit eigentlich rennen und
Ja, einfach nur vorausschauend rennen. Kann man es eigentlich sehen lassen. Das sind ja zwar keine Kapitalen, aber naja, wenigstens etwas geschossen. Trotz Rennens. Und ja, also doch kann man stehen lassen. Finde jetzt ich. Jo, wann mache ich weiter? Ich denke mal, ich mache jetzt erstmal eine Pause und dann denke ich, werde ich weitermachen und den nächsten Run starten. Und natürlich wieder hier. Und mit der Hoffnung, dass wir da nochmal ein, zwei Eier rausnehmen. Ich werde natürlich schauen, wo ich in der Liste stehe, wenn ich reingehe, dass ich es sagen kann. Und ja, dass ich euch sagen kann, welchen Platz ich habe. Und was gibt es sonst noch? Eigentlich nichts, außer dass ich 12 Kilometer gerannt bin. Durchgehend gerannt. Also im Real Life bringe ich das nicht zusammen. Da bin ich froh, wenn ich 2-3 Kilometer schaffe. Wenn überhaupt. Aber hier schaffen wir das ja. Im virtuellen Leben, da kriegt man keinen Muskelkater. Jo, 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 das kriegen wir schon hin. Ja, mich würde mal interessieren, wenn ihr auch Ostereierjagd macht, ja, ob ihr da schon eine bestimmte Position habt, ob ihr schon welche gefunden habt, wenn ja, wo und wie viel. Ich denke mal, dass das, es gibt ja das bronzene Ei, das gibt einen Punkt. Das silberne gibt 5 Punkte. Dann gibt es ja, glaube ich, noch das goldene. Und ich weiß Gott, wie viel wird das geben? 10? 10 Punkte? Kann sein. Ja, und jetzt sind wir hier und kein Ei. Kein Ei. Ich überlege gerade, ob ich nochmal losstarten soll. Gleich hier. Aber nö, mach nicht. So, jetzt halt zurück zum Lodge. Und dann locken wir erstmal aus. Gut, ja. Ich werde jetzt mich auslocken. Das Video werde ich jetzt gleich mal rendern und dann werde ich es hochladen. Natürlich habt ihr es dann morgen bei euch. Schade, dass man da nicht immer gleich durchkommt. Dass da dann der Zaun dran ist. Aber naja. Gut, ja, morgen, also heute ist Donnerstag und morgen ist der Karfreitag und dort kriegt ihr dann das Video. Und vielleicht mache ich das zweite dann auch soweit, dass ihr das dann auch gleich noch habt, weil am Wochenende wird wahrscheinlich ein bisschen weniger kommen von mir. Auch meine, die Beantwortung eurer Nachrichten und E-Mails und so wird ein bisschen länger dauern, weil ja ich auch Familie habe und Osterfest ist und naja. Ihr wisst ja, wie es ist. Oh, kommt zum Essen oder das oder das oder das. Ja, da haben wir dann einiges zu tun. So. Nichtsdestotrotz haben wir gut Punkte abgecasht. Und ja. Wir sehen uns dann später. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, kommentieren, abonnieren, und liken nicht vergessen. Genau. Haben wir alles durch? Ja. Super, okay, gut, jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.